So, Hallo. Der Unterlenker wird entfernt, oder eigentlich alle vier. Das wird ein Spaß, weil irgendwie sind alle Schrauben, die am Chassis, die was mit dem Chassis zu tun haben, die sind so angeprügelt. Unmöglich. Vielleicht haben wir auch das falsche Werkzeug, aber es löst sich was. Funktioniert! Ungefähr nach, weiß nicht, wie oft ich jetzt schon versucht habe, da irgendwie mal dran zu ziehen. Ja. Tada! Da ist sie. Mega gut. Guck mal, jetzt kommt er auch. Da ist ein Spalt, da ist ein Spalt. Da wird immer größer. Wird immer größer. Ich mal die Schraube wieder raushauen hier. Das können wir gleich machen. Yeah. Gut. So. Oder? Nein. Zack. Ah, geil. Tada. Also es ist echt ein Teil dann, oder? Wieso ist es immer das zweitlichste Teil? Statt dem hier kann man nämlich auch eine neue dreieckige Platte nehmen. Zeig mal im Profil. Neue dreieckige Platte. Und. Ach, der ist einfach zweiteilig. Neue Unterlenker. Polybuchsen. Polybuschers. Und es gibt sogar noch eine Lagerhülse dafür. Das ist natürlich schon fancy. Statt dem hier. Cool. Wird dann schön eingefettet vorm Einbau. Das wird abgestrahlt. Gewinde geschützt natürlich. Gewinde wird aufbereitet. Ja. Und dann neuer Anstrich verpasst. Was ich allerdings nicht weiß, ist mit diesen Buchsen hier. Die finden wir bestimmt auch irgendwo neu. Kann man die auspressen? Garantiert. Ja, sieht so aus. Die haben auch eine Lagerhülse da drin. Ja, komm. Hallo. Wuhu. Ja, ich habe schon das perfekte Austreibtool. Merken. Voll gut. Das zum Einpressen machen. Aber das machen wir an der Bank dann. Da gehen wir zur Postbank. Und da drücken wir uns das, da drücken wir ja, die Lager rein. Das können wir doch auch hier in der Bank machen. Nee. Wir haben hier auch einen Bankschalter für sich angelegt. So. Ein spezieller Werkbankschalter. Das hier ist ein Self-Leveling-Unit. Wir wissen nicht so ganz. Ich glaube, es ist irgendein Dämpfer für die Hinterachse. Den gab es wohl in diesem Baujahr. Ob das Ding funktioniert oder nicht, wissen wir nicht. Wir nehmen es erstmal raus, weil müssen wir jetzt eh tun. Warten kann man das Teil anscheinend auch nicht. Also entweder austauschen oder warten. Aber austauschen geht auch nicht, weil man kann es nicht neu kaufen. Also, keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. Aber raus muss es erstmal. So, kurze Zwischenmeldung, nachdem wir jetzt gerade auf dem Stand sind, dass die Hockeyschläger, also die Längslenker vorne nicht so richtig abwollen, weil natürlich noch das Lenkgestänge im Weg ist, haben wir einfach mal ganz dreist die Spurstange durchgeflext. Also Lisa war es, ich war das nicht. Ich war einfach weg und dann kam ich wieder und dann war die... Problem war, dass die Spurstange eh super verbogen war und zwar genau an der Stelle, wo dieser, wie heißt das Teil? Hier, das ist hier halt so ein Link, ne? Und der Link ist, da steckt die... Gewinde, und das Gewinde ist ungefähr so lang. Das geht ungefähr bis hier. Genau. Und hier ist der halt komplett verbogen gewesen. Sieht man wahrscheinlich den Unfallschaden. Ja. Wahrscheinlich kommt das auch die verzogene Spur von der verzogenen Stoßstange. Spurstange. Und bevor wir jetzt hier irgendwie versuchen, die
Schrauben aufzumachen, weil die Links kommen eh neu, haben wir die einfach mal durchgeflext, da kommen wir wenigstens weiter. Und jetzt haben wir die ab und jetzt können wir den Hockeyschläger hier unten, das ist der Hockeyschläger, wir haben ihn schon so ein bisschen rausgepresst. Der sitzt eigentlich hier drin natürlich, ne, mit den fetten Schrauben, diesen hier. Und jetzt kann man den eigentlich ganz gut raushebeln, dieses Spezialwerkzeug schon wieder, okay? Mhm. Cool, jetzt können wir Hockey spielen. Geil. Wollte ich schon immer mal. Tada! Genau. Gut. Von der vorderen Spurstange, ich glaube, das ist die, die dann zum Lenkungsdämpfer geht, da haben wir jetzt hier in einem Kampf die Mutter aufbekommen. Da kann man jetzt hier einfach die Spurstange rausheben. Das hier ist lose. Und jetzt kann auf der anderen Seite nämlich der Hockeyschläger raus, der Unterlenker. Jetzt hier am Panhardstab. Wenn der so heißt. Wir glauben, dass es der ist. Dieses Teil. Diese Sache mit dem Hebel ist super praktisch. Ich glaube, hier benötigen wir neue Buchsen. Gut, dass wir die schon haben. Mhm. Die sind ganz schön im Eimer. Das sieht nicht so gut aus. Okay. Das hier ist übrigens, sieht man jetzt leider nicht ganz, das ist eine Verlängerung für einen Schmiernippel. Noch nicht. Doch, der dann hier in die Hinterachse geht. Da kommt es wieder raus, das hier. Und das ist der Schmiernippel und damit kann man die Achse schmieren. Das müssen wir noch prüfen. Ich bin der Meinung, es ist eine Entlüftung der Achse. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was es ist. Ich dachte, es wäre die Entlüftung von der Achse. Ach, easy. Okay. Es ist raus. Es ist sau schwer, das Teil. Das ist echt krass. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Gelenke hier tauschen, oben und unten. Jetzt muss nur noch die Kardanwelle raus. Also vorne haben wir schon ab. Und hinten machen wir jetzt direkt im Anschluss. Aber warum wir die Kardanwellen erst jetzt machen, ist, weil wir auf dieses fancy Tool hier gewartet haben.
Das ist eine 9/16 Zoll Nuss, ein Halbantrieb auf, was war es jetzt, 9/16 Zoll. Und zwar, wenn man mal hier schaut, da ist die Kardanwelle und die geht hier in die Bremstrommel über, also ins Getriebe. Und diese Schrauben, um das zu lösen, die haben jetzt 9/16 Zoll. Und damit kann man jetzt, weil die Wandstärke von der Nuss ganz gering ist, kann man hier voll cool rauf. Das wird sonst nämlich ganz schön tricky. Aber das machen wir jetzt im Anschluss. Ja, so. Ja. Was ist das denn jetzt bitte? Keine Ahnung. Es lebt noch. Ich hab's schon aufgesetzt, oder nicht? Nee, dich nicht. Ich halt mal an der Achse und du drückst. Hält dich die Mutter? Hm? Hält dich die Mutter? Ja. Boah. Ich verstehe nicht, wieso der den Gang nicht hält. Das kann sein, dass er durchrutschen, ne? So habe ich den Gang drin. Ja, das ist nicht. Ja. Also wir machen hier die Kreuzgelenke neu, weshalb ich das so bewegen kann. Warum wir das machen? Hier macht das vielleicht noch nicht so sehr viel Sinn, außer es ist saudreckig und schmieren kann man es auch nicht mehr richtig. Da hat schon mal jemand Kreuzgelenke getauscht. Hier funktioniert das Ganze noch ganz gut, aber hier kann ja Lisa mal drehen. Ja, und welche Achse musst du noch gehen? Ach du Schande. Das ist ja das ist richtig zerstört. Was ist da los? Da bewegt sich irgendwas gar nicht mehr. Hä? Boah, ist das ist richtig. Alter. Aber warum? Ich hätte ja gedacht, dass sie ja zu viel spielen haben. Das geht ja gar nicht. Doch, wir können auch ausschlagen, aber das hier ist einfach nur krass fest. Die werden ausgepresst, da kommen die neuen rein. Haben wir schon Neues gezeigt? Nein, wir haben noch kein Neues gezeigt, sollten wir holen. Ja. Tada! Können wir das aufmachen? Wir machen die noch auf, wenn wir sie aufmachen. Aber wir haben auf jeden Fall neue Kreuzgelenke mit neuen Sprengringen und einem neuen Schmiernippel. Damit genau das hier nicht fortbesteht. Und zwar haben wir genau 4 Stück davon, also alle werden neu gemacht. Egal wie der Zustand ist, weil dann sind alle gleich und ja. Es kann nicht eins abgenutzt werden, wenn. So teuer sind sie nicht. Okay, du hebst an, ich mach runter und dann nehme ich. Genau, wir runterhakt und wir haben die Achse komplett lose hinten. Die Feder ist eigentlich auch schon befreit. Die sitzt nur noch etwas weit oben. Hinten der Rahmen ist ja auf dem Reifen. Und jetzt war der Plan, dass ich die Achse hochhebe, gegen die Feder drücke und Lisa den Bock runterfährt. Dann haben wir die Achse, und die Achse unten und die Feder raus. Okay?
Meh. Das ist einfach nur noch Rost. Ich könnte eh, dass es überhaupt noch was hält. Ja, das ist echt ein Wunder, dass das was hält. Okay, andere Seite. Andere Seite. Heute passieren aber auch viele Schicksalsschläge. So, die Absauge ist noch am Weg. Gleiche Spiel, Achse hochheben, Post runter. Ja, wir haben die Achse aus. Die steht jetzt hier unten auf den Böcken. Tada! Die ist jetzt quasi komplett losgelöst vom Chassis. Genau. Was mit der gemacht wird, ist uns noch nicht so ganz klar. Wahrscheinlich verpacken wir irgendwie die Bremsscheibe oder montieren die Bremsscheibe mit der Narbe ab und sandstrahlen sie dann. Und wenn wir sie gesandstrahlt haben, wird sie frisch lackiert. War eigentlich so der Plan. Dann müssen wir uns noch mit den Lagern irgendwie auseinandersetzen, was wir damit machen. Wahrscheinlich kommt für alles irgendwie eine Holzplatte oder so. Hier haben wir die neuen Narbenkappen. Keine Ahnung. Genau, die nicht mehr diese Gummipampe hier, sondern die großen. Haben wir die schon gezeigt? Nee. Ja, die neuen, also nicht mehr die Gummipampe hier, sondern dann haben wir diese Teile. Zeigen wir dann, das sind eigentlich ähnlich, bloß die Gummikappen werden durch so riesige Muttern aufgeschraubt. Und dann ist das sehr viel dichter. Ja, nächstes Projekt ist eigentlich Motor rausheben. Los geht's. Sehe ich richtig so, ne? Bisschen meine ich. Au, 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 au! Ah. Ich dachte, ich hätte hier eingeklemmt. Da ist doch gar kein Körperteil. Ja, habe ich auch begriffen, als ich keinen blauen Handschuh gesehen habe. Keine Chance, bei mir passiert hier einfach nichts. Mano, das ist frustrierend. Weil da passt ja auch das Rohr nicht rauf, oder? Hm? Passt da die Stange rauf? Nee, passt da nicht rauf.